Wir sind hier im Gutenberg Digital Hub in Mainz, ein Ort, wo viele Menschen mit kreativen Ideen unterwegs sind, um sich da zu entwickeln. Und genau hier führen wir das Content Camp Chemie durch für unsere Mitgliedsunternehmen, weil auch wir mit kreativen Ideen helfen wollen, in der Kommunikation noch ein Stückchen besser zu werden. Wir versuchen heute den Teilnehmenden verschiedene Methoden an die Hand zu geben, mit denen sie ihre Kommunikation planen können. Das heißt, es geht darum, ein Kommunikationskonzept von Anfang bis Ende möglichst methodisch zu planen und die eigenen Gedanken zu ordnen. Und dafür sind Methoden eben super hilfreich, weil sie die Gedanken strukturieren und man am Ende des Tages ein Ergebnis hat, mit dem man weiterarbeiten kann. Insofern ist es für uns, für die Chemie, wichtig, dass wir nicht nur Lösungsbeiträge liefern für Klimaschutz, für eine moderne Welt, sondern dass wir auch wissen, auf welche Art und Weise wir das nach außen kommunizieren können. Das Arbeiten im digitalen Raum ist insofern immer ein bisschen herausfordernd, weil man die Teilnehmenden ganz anders abholen muss. Das haben wir eben dadurch versucht zu lösen, dass wir mit möglichst unterschiedlichen Tools arbeiten. Wir haben GatherTown eingebettet, also eine digitale Plattform, in der sich die Teilnehmenden auch ein bisschen kennenlernen und bewegen können. Wir arbeiten mit Mural, einem interaktiven Whiteboard. Und dadurch sind alle eigentlich immer wieder dazu aufgefordert, sich zu beteiligen und kommen gar nicht in diesen Modus herein, ja, sich zurückzulehnen und einfach nur zuzuhören. Aber am meisten begeistert hat mich Lego Serious Play. Die meisten haben Vorbehalte gegenüber Lego, weil es ein Spielzeug ist. Und diesmal soll es eingesetzt werden, um Ideen zu kommunizieren und greifbar zu machen. Und das hat nach einer anfänglichen Einweisung auch hervorragend funktioniert, dass es die Teilnehmerinnen und Teilnehmer umsetzen, für sich nutzen. Die Teilnehmenden haben, glaube ich, heute ein Gefühl dafür bekommen, wie sie ihre Kommunikation möglichst strategisch planen können. Das heißt, sie haben viele unterschiedliche Methoden kennengelernt, die sie in ihrem Arbeitsalltag nutzen können. Und ich glaube, dass ihnen das helfen wird, ihre Kommunikation einfach etwas zielgerichteter anzugehen und am Ende des Tages ein Ergebnis zu haben, was dann mehr den eigenen Zielen und Ansprüchen entspricht.